Vielleicht ändert sich der Eindruck, wenn. Nö. Das ist hier viel zu voll gebappt. Also auch zum Beispiel mit. Na. Mit diesem. Es muss noch anders. Es wird noch irgendwie anders müssen. Das Fenster ist sehr überdimensioniert für den kleinen Raum. Also vorher war da ja aber auch noch auch kein kein Holzblock drüber. Ja, kann man ja nicht behaupten. Ich fuchtel nach wie vor. Das ist irgendwie. Braucht man nicht so viel überlegen. Das geht, glaube ich, mit dem neuen Kampfsystem nicht mehr, ne? Dass man da einfach wild rumklickt. Ich glaube, da muss man das besser timen. Das Wenige, was ich davon mitgekriegt habe, ist eben dies. Weiß ich aber noch nichts von. Freue ich mich ja so mäßig drauf irgendwie. So halbwegs irgendwie auf die Reihe gekriegt habe. Wie man hier so kämpft und dann machen die das härter. Hey, wieso rennst denn du weg? Ich will doch kuscheln. Hey, das war nicht sehr geschickt gekuschelt. So. Ist immer noch zu lang nach hinten. Ich kann es aber nicht wirklich kürzer machen. Das Fenster muss kleiner. Das Fenster muss kleiner und da fehlt noch Stüfchen. Zeugs. Und wir müssen was essen. Da fehlt auch noch Stüfchen Zeugs. Das ist ja auch zu viel. Optisch. Ne, den Raum, den braucht man da drin schon so ein bisschen. Ja, das ist zu viel hier. Ist schade ums Glas, aber wir werden es vermutlich wegmachen müssen. Ja, so eine Kiste jetzt, ne? Also war vorher natürlich auch, aber vorher konnte man sich einbilden, dass das vielleicht ein bisschen Bungalow-mäßig ist, weiß ich nicht. Im Augenblick macht das überhaupt gar keinen Eindruck auf mich. Keinen konsistenten. Gut, man könnte hier ein bisschen mit Erde arbeiten und so. Kaschieren, sozusagen. Ach ja. Ja, weiß ich nicht. Aber mal kurz drin gucken. Ich, falls wir es hineinschaffen. Es geht, also es geht natürlich, ein bisschen enger geht's immer, ne? Wir haben ja eben auch vorhin, vorletzte Nacht, deutlich enger geschlafen. Da hatten wir jetzt aber auch keinen Ofen drin. Und keine Kiste und so. Ach so, jetzt ist hier dunkel drin, weil ich die Fackel abgemacht habe. Habe ich noch eine Schaufel? Ich habe noch eine Schaufel. Kann ich die ja mal benutzen. So. Weiß nicht, ob das irgendwas rettet. Wir werden es gleich vielleicht sehen. Schon machen, meine ich. Was man, glaube ich, nicht machen kann, ist
Das. Und dann das obendrauf. Ja, das geht natürlich nicht. Das wäre spannend, wie das dann aussähe. Aber es ist nicht möglich, von daher bleibt es dabei, dass es spannend wäre. Da kann mal... Wieso habe ich denn hier schon wieder... Nein. So. Und so. Na, irgendwie so. Und dann weiß ich hier mit dem Bett dann wieder nicht. Ich meine, klar, das geht. Das hier könnte auch ein Ofen sein. Nicht nichts drauf machen. Also, dass es halb irgendwie über der Kiste schwebt. Ne, es geht nicht. Jetzt wollte ich halt nur mal wissen. Nach da hinten noch einen raussparen. Das heißt, das ist sehr eng. Ne? Also, dass man hier dann die Wand schon hinmacht. Das geht, aber wie willst du dann an den Ofen? Ja, ich wollte ja auch nicht schlafen, ich wollte was brutzeln. Versuchsweise. Hochkant das Bett. Ja klar, dann könnte die Kiste dann auch hier noch daneben und dann hast du hier, ne, auf 1, 2, 3, naja, 4, ne, 4 Metern Länge und 2 Breite alles untergebracht, was du so brauchst. Natürlich auch das Bett. So, und dann könnte man die Hütte auch so. Sie will die dann bum 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 bum. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also, weil das ist. Ja. Hier. Da müssen wir mal ein bisschen was draus machen, glaube ich. 2 lassen wir hier für den Fall. Ach so, irgendwann müssen wir Kühe anlocken. Aber wir wissen ja mal noch nicht, wohin. Türen brauchen wir jetzt erstmal dann gleich nicht. Wir haben jetzt auch ziemlich viel davon. Das brauchen wir dann auch gleich erstmal nicht. Wahrscheinlich werden wir dann gleich eine grandiose Idee haben. Und vielleicht nehmen wir die Erde mit. Vielleicht reparieren wir unterwegs irgendwas. Ja, ne, unterwegs, also ein bisschen rausgehen, ein bisschen gucken, was da so ist. Vielleicht finden wir ein bisschen mehr Eisen noch. Eine Schaufel hätte ich gern. Und ein paar Fackeln. So. Es ist immer gut, ein bisschen Stein dabei zu haben. Eine Schaufel, habe ich gesagt. Das weiß ich nicht, ob das so... Schadet nicht, wenn wir da mehr von haben. Dingens und... das wäre zu viel, machen wir mal so. Klick, klick und ja, können wir irgendwo hin. Oder ist zu spät? Hier. Es ist heute eigentlich schon zu spät. Hingegen nicht zu spät ist es für eine Weizenernte. Das geht schon. Und jetzt kann man so einen Kürbis hier abbauen und dieser Strunk ist da noch und produziert einen neuen Kürbis, oder was? Habe ich das verstanden? Also richtig? Was will ich mit so viel Kürbissen? Aber, grundsätzlich Zuckerrohr müssten wir mal bei Gelegenheit finden. Zumindest wissen, wo welcher ist, damit man den hin und wieder abernten kann.
Vielleicht wirklich einfach hier noch was weg. Und dann gucken, wie man so ein Dach halt nicht flach macht, aber dann geht es natürlich nicht mit Stühlchen. Wobei, er kann ja schweben, das Dach. Wen juckt's? Nicht flach, das Dach, sondern ein bisschen spitzer. Ich weiß jetzt auch nicht, aus welchem Material. Das kleine, sagte ich vielleicht schon. Ach so, und eine Fackel muss hier natürlich rein. Jetzt ist da ja gar keine, nirgends. Was passiert, wenn ich da jetzt so mache? So, was passiert da? Sieht nicht so hübsch aus. Komm, komm mal da weg. Das sieht auch nicht hübsch aus. Egal, ich kann immer noch nur nachts schlafen. Das heißt, es ist noch nicht Nacht. Ich weiß nicht, ob man die drin zwei Fackeln braucht. Aber ich möchte eigentlich auch nicht, dass bei mir zu Hause irgendwas spawnt. Ich weiß nicht, wie hell es ist, wenn man da was reinlegt. Wir können ja auch nicht ständig irgendwas putzeln, nur damit es da ein bisschen Licht hergibt. Also daher ein bisschen Licht gibt. So, jetzt aber hier. Na, bisschen Häuschen gedingst. Also falls wir nochmal an Sand vorbeikommen, nehmen wir uns da auch welches mit. Welchen mit. Und jetzt bin ich gespannt. Moment, zurück. Halt. Ob wir eine Höhle finden. Vielleicht die Höhle. So was wie da war die Tampa. Bisschen was habe ich mir gemerkt. Das ist allerdings ein Creeper-Crater. Das heißt, die Höhle ist da. Bum, bum, bum. Ne? Ja klar, man kann auch hier runterfallen, wenn man das möchte. Wieso ist denn hier ein Loch? Oder man läuft hier runter. Wieso ist denn hier ein Loch? Habe ich da womöglich irgendwann mal Stein abgebaut? Irgendwo war hier noch so ein Loch. Wo die von oben runter und von oben runter fallen konnten. Aber das ist nicht hier. Also das ist hier das eine, was wir verschlossen hatten. Können wir hier mal die richtige Taste gedrückt haben. Gucken wir doch mal, was da ist, oder? Bisschen was. Ja, ist nicht so einfach. Warte mal, wir müssen das mal anders machen. So. Erstmal die Höhle umbauen, ne? Bevor man guckt, was hier überhaupt los ist. Gute Idee. Also erstmal gucken, was los ist. Dann können wir immer noch umbauen. Hier scheint derzeit nicht viel los zu sein. Oder? Ist da schon was? Das hätte schneller gehen müssen. Diese Entscheidung hätte schneller und früher getroffen werden müssen. Ging aber gerade noch gut. Was immer da röchelt, ich weiß nicht, wo es ist. Okay, da geht es irgendwie noch weiter, wenn man das möchte. Und es kann schon sein, dass ich das möchte, aber ich wollte gerne auf der anderen Seite noch gucken, nachdem ich mal kurz hier an der Decke gekratzt habe. No. Aus guten Gründen. Nämlich sogar von diesem Stein vielleicht noch was brauchen. Vielleicht nicht, aber vielleicht halt doch. Das war dann doch etwas übereifrig. Gut, haben wir das? Das müssten wir jetzt eigentlich soweit haben. Soweit ich das überblicke. Da kamen wir her. Also da sind wir hin, um zu gucken. Und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung.
Diorit, ne? Lava. Irgendwo da, glaube ich, ist der so leise jetzt. Also, ne? Sonst habe ich es ja mal zu laut auf dem Ohr und jetzt höre ich aber kaum was. So. Jetzt müssen wir zugucken, zusehen, wie wir da hinkommen. Na, das vielleicht nicht gerade, vielleicht doch eher da so. So, womit wir unseren ersten und zweiten Granit abgebaut hätten. Da haben wir auch irgendwas abgebaut. Da kann man runterfallen, das möchten wir aber nicht. Aus dem Granit geht ja nichts. Ne? Also jetzt keine Stufen und so Scherze, sonst könnten wir daraus ein Dach machen. Andererseits natürlich kann man das auch mit Ton, ne? Also Ziegel. Hier ist Lava irgendwo. Das ist... Das ist merkwürdig. Wir können dann natürlich noch hinter diesen Wasserfall gucken. Also ich meine jetzt nicht diesen, weil da geht es ja nur raus, sondern hinter diesen anderen da unten, wo der Creeper eben war. Aber war hier nicht auch noch irgendwas? Da haben wir offenbar nur irgendwas abgebaut. Und hier ist auch nichts. Ja, dann wird das eine dieser Löcher im Boden gewesen sein, hier, die ich da im Gedächtnis habe, wo mir ein Skelett mal abhauen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dem ich dann hinterher bin. Gucken wir doch mal. So viel Eisen war das jetzt noch nicht, ne?